Okay, zur Verkabelung von der Anlage jetzt. Ich habe jetzt am Schaltschrank eben die ganzen Kabel weggezogen. Zu den Motoren, ein Ausschalter, Notstopp, das gelbe Kabel eben zum Interface-Modul. Da habe ich wieder so eine alte Netzwerkleitung genommen. Ja, für die Verkabelung von den Endschaltern und von den Motoren habe ich hier überall dieses vieradrige geschirmte blaue Kabel genommen. Das werde ich auch wieder verlinken. Ja. Die Motoren habe ich jetzt ja, erstmal provisorisch verdrahtet, da ich jetzt die Maschine dann erstmal in Betrieb nehmen will. Und falls ich da nochmal Leitungen tauschen muss, wegen der Drehrichtung, habe ich das jetzt erstmal so gelassen. Also ich muss ja eh alles nochmal zerlegen fürs Lackieren, deswegen werde ich es erst hübsch machen, wenn das wieder zerlegt ist, lackiert ist und wieder zusammengebaut ist. Hier hinten werde ich auch noch hier so einen E-Stopp herschweißen. Den wollte ich jetzt auch nicht anschweißen, wenn hier die ganzen Kabel drunter sind. Das werde ich dann auch machen, wenn die Anlage fürs Lackieren zerlegt ist. Zur Kabelführung. Ich bin jetzt ja, hier in so Kabelkanälen einfach Richtung Kabelschlepp vorgegangen und dann im Kabelschlepp oder vom Kabelschlepp wieder raus. Dann hier in die Wange rein. Da muss ich auch noch das ja, gescheit entgraten, weil die Kanten doch recht scharf sind. Da habe ich hier noch so einen Schutz ein bisschen rumgemacht ums Brennerkabel, damit sich das nicht aufscheuert. Hier oben bin ich dann mit den Kabeln für die Motoren und Endschalter wieder raus und ins Kabelschlepp. Die Pilot- und Brennerleitung habe ich hier oben rausgeführt, weil es einfach da zu eng geworden wäre. Genau. Dann eben hier oben die Verkabelung. Da bin ich eben an die Motoren und an die Endschalter gegangen. Ich wollte eigentlich zu jedem der Endschalter ein separates Kabel legen. Aber ja, da das Ganze schon ein bisschen vollgestopft ist, habe ich mich dafür entschieden, zu den beiden Endschaltern für die Z-Achse eben nur ein Kabel zu legen. Das ist ja vieradrig. Das heißt zwei Adern für den und zwei Adern für den unteren. Ich habe das einfach hier aufgesplittet. Ich weiß nicht, ob man es gescheit erkennen kann. Mit einem Schrumpfschlauch drüber. Dann so abisolierte Stücke einfach drüber geschoben über diese zwei Adern jeweils und in die Endschalter. Und für die Endschalter hier von der kurzen Achse habe ich das gleiche gemacht. Die habe ich hier auch wieder einfach aufgesplittet. Ja, wie gesagt, hübsch machen werde ich es erst nach dem Lackieren. Dann hier noch der Anschluss von der Material Detection, also vom Endschalter zum Antasten. Auch wieder diese blaue vieradrige Leitung. Hier vorne habe ich jetzt auch noch einen Notstopp, E-Stopp angebracht. Und da habe ich auch überall diese geschirmten vieradrigen Leitungen genommen. Da bräuchte ich zwar nur zwei Adern, aber ich wollte eben da auch so ein geschirmtes Kabel nehmen. Hier habe ich dann ja, dieses Bedienpanel oder dieses, ja, diese Ein-Ausschaltbox angebracht, wo man eben die Anlage einschalten kann. Also da zieht dann eben im Schaltschrank das Schütz an und die Netzteile werden mit Strom versorgt. Ja. Kontrollleuchte, ob an oder aus ist und dann wieder zum Ausschalten. Die Verdrahtung von dem Teil habe ich ja, glaube ich, schon gezeigt, wie ich den Schaltschrank verdrahtet habe. Also da gehen auch diese vier Adern eben wieder von dieser blauen Leitung rein. Dann zum Monitor
Ja, da bin ich einfach eben mit so einem Monitorkabel und einem Kaltgerätekabel in den Monitor, an dem Arm entlang und auch unten in den Kabelkanal. Und dann eben zum PC hier vor. Dann die Verdrahtung von dieser Hilfsschaltbox habe ich ja schon gezeigt. Da habe ich jetzt unten nur noch eben den Plasmaschneider aufgestellt. Die Kontaktierung für die THC-Spannung habe ich mir hier einfach mit so einer Klemme auf dem Brennerkabel hier abgegriffen. Und mit dem gehe ich einfach hier in die Box rein und dann eben aufs Interface-Modul. Die Masse habe ich mir auch hier von so einem Dorn, also habe ich mir so einen Dornstecker bestellt und eben ein Massekabel hingemacht. Das schwarze hier, das an den Tisch angeschlossen ist. Und hier noch das rote, das eben auch in die Box hier reingeht. Also hier. Und dann eben auf diese Schaltung und aufs Interface-Modul als Masseverbindung. Dann ein Ausschalter vom Plasmaschneider, also der On-Off. Einfach auch hier so ein Kabel und hier in den Stecker und eben auch auf die Schaltung. Ja, das Kabel hier für den einen Ausschalter, dann das Kabel, das ich hier für den Pilotlichtbogen verwendet habe und für den Anschluss von der Masse, das war alles bei dem Brennerkabel dabei, das ich bestellt habe, bei dem Maschinenbrenner. Den werde ich auch verlinken. Da kann man eigentlich so ziemlich alles verwerten. Man kann auch eigentlich den Brennerkopf selber verwenden. Aber wie schon gesagt, ich habe ja mir im Vorfeld einen anderen Brennerkopf separat schon bestellt. Eben den hier. Und den hatte ich schon, deswegen habe ich dann den verwendet. Der Brennerkopf, der bei dem Schlauchpaket dabei war, weiß ich jetzt auch nicht, ob der hier in diese Schellen reinpassen würde. Dann im Schaltschrank hier nochmal. Hier ist wie gesagt diese blaue Leitung, die auf diese Klemmen hier noch geht. Das ist diese Schaltbox vorne zum Ein- und Ausschalten. Dann hier kommt einfach die Zuleitung rein. Da habe ich schon erwähnt, dass ich die einfach hier auf diese Klemmen mit drauf mache. Am MyPlasma Controller habe ich das USB-Kabel angeschlossen und bin oben aus diesem Loch rausgegangen. Ja, und einfach dann auf der Rückseite in den PC rein. Für den Masseanschluss am Tisch habe ich hier unten einfach eine große Schraube, also einen Bolzen, hingeschweißt. Zwei große Muttern, Beilagscheiben, um dann eben das Massekabel zu befestigen. Zur Bedienung habe ich jetzt hier so eine kabellose Tastatur, wo eben auch so ein Maus-Trackball gleich mit drauf ist. Wie gesagt, da wollte ich mir hier noch so eine Halterung hermachen, aber das werde ich auch später erst in Angriff nehmen. Soweit so gut zur Verkabelung. Ich habe jetzt auch schon die Riemen wieder montiert auf allen Achsen und werde dann im nächsten Schritt mal zur Inbetriebnahme gehen, also mal die Motoren einstellen. Und ja, die MyPlasm-Software, die ganzen Konfigurationen vornehmen. Ja, noch zu den Anschlüssen hier. Ich habe quasi hier für die THC-Spannung das mit der Klemme hier so gemacht. Ups. Und mit der Masse so, weil ich an dem Plasmaschneider selber nichts verändern wollte. Also ich kann den jetzt quasi einfach hier abstecken und genauso portabel wieder irgendwo verwenden.
Angesteckt ist der auf der Rückseite von dieser Box. Da habe ich ja zwei Steckdosen hingemacht. Da ist die Anschlussleitung von dem ganzen Kasten. Einfacher Kabel und mit dem Kabel dann auf zwei Steckdosen. Ja, hier. Einmal eben für Schaltschrank und einmal hier eben für diese Hilfsbox inklusive Plasmaschneider. Die Anschlüsse vom Schaltschrank noch. Das ist einmal hier eben das Kabel, das zu dem Tasterkastel geht zum Ein- und Ausschalten. Dann PC und Monitor, eben mit diesen Kalkgeräte-Steckern. Und hier auch einfach die Zuleitung. Einfach halt Kabel dann mit einer Steckdosenstecker.